Hyper Halloween Schieber. Ist das der neue 100 oder 1000 X Shitcoin, ja? Hat das Ding enormes Potenzial? Das Ding ist noch nicht mal gelauncht, es geht jetzt wirklich live und wir schauen es heute wirklich gemeinsam an, ob hier eine riesen Chance besteht, ob die Community wie vorher bei Inuku wieder enorm viel Kohle machen kann. Wir gehen gemeinsam in die Analyse. Shitcoins können extrem, extrem viel Spaß machen, wenn man eben damit Kohle macht, ja? Keiner will irgendwo Geld verbrennen, keiner will Geld verlieren, wir alle investieren letztendlich in sowas, ja, um zu gamblen, um ein bisschen zu zocken und eben enorme kurzfristige Profits zu machen. Darum geht es letztendlich. Deswegen nochmal ganz, ganz wichtig vorab der Hinweis. Ja? Investiere immer nur Kapital, was du wirklich auch bereit bist, zu 100% zu verlieren. Wir sind hier im High-Risk-Sektor, ja, im absoluten High-Risk-Sektor und es kann immer was daneben gehen. Deswegen schauen wir uns gerade heute ein paar Fakten an, wie du eben gerade bei Shitcoins sowas eben auch erkennen kannst, wo kritische Punkte sind, wo du immer so ein bisschen Chancen-Risiko-Verhältnis abwägen musst und wo du dann eben auch mehr und mehr das Wissen bekommst, wie du eben richtig bei Shitcoins vorgehst und wo du direkt Red Flags erkennst und wo du eben sagen kannst, okay, pass auf, das ist ein Risiko, was man eben noch eingehen kann. Das geht gar nicht. Wir schauen uns das im Detail an. Wir machen eine Analyse. So, und hier sehen wir natürlich wirklich Hyper Halloween Shiba. Ja, der Token Launch ist eben am Mittwoch, am 26. Also eben genau jetzt, wenn dieses Video online kommt. Und da ist es natürlich extrem, extrem wichtig, dass man hier wirklich das ganze Konzept, dass man wirklich Chancen-Risikoverhältnis abschätzt. Dann schauen wir uns natürlich erstmal die Audits an. Das ist natürlich immer erstmal ganz, 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 ganz wichtiger Faktor. Die Audits, der erste Audit ist eben hier von TechRate, ja, und ihr seht jetzt dementsprechend passt, not checked. Und ein normaler Krypto-Investor, der schaut sich so an, denkt sich, ja, passt, ja, alles super. Aber wenn man mal im Detail raufgeht, dann sieht man hier oben Project Name Sweep Token. Reden wir nicht von Hyper Halloween? Also dementsprechend auch die Contract-Adresse. Wenn wir das mal mit der Contract-Adresse hier überprüfen, dann sehen wir hier eine ganz andere Contract-Adresse. Also dieser Audit hier gehört zu diesem Unternehmen. Also es kann dementsprechend sein, dass die Founder bereits ein Projekt vorher gemacht haben, dort einfach ein Audit genommen. Ich meine, so ein Audit können wir auch offen und ehrlich sprechen. Das ist halt einfach eine schnell gemachte Nummer so. War wahrscheinlich einfach nur Copy and Paste falsch eingefügt. Also an der Stelle nicht ganz so professionell gearbeitet. Aber ey, es ist ein Shitcoin-Projekt. Das muss man aber wirklich ganz, ganz klar dazu sagen. Aber wenn wir uns hier eben den nächsten Audit anschauen, ja, von CoinSalt, ist ja auch auf der Website hier, passt, dass sie auch einen zweiten Audit eben bestanden haben, dann sieht der natürlich schon deutlich, deutlich besser aus. Oktober 21, ihr seht, ist auch wirklich sehr, sehr aktuell hier und da ist eben auch die richtige Contract-Adresse eben angegeben. Also ich will fast sogar sagen, dass sie den wahrscheinlich auch sogar haben. Hier sieht man nochmal kurz das White Paper, weil da ist es dementsprechend auch hier, da sieht man auch zum Beispiel von TechRate, hier ist auch eben die richtige Contract-Adresse. Also ich denke, da wurde einfach nur ein kleiner Fehler gemacht, ist natürlich jetzt nicht ganz so professionell, aber ey, wir sind hier im Shitcoin-Space. Muss man sich natürlich den Audit hier im Detail näher anschauen, weil das ist, glaube ich, so mit einer der kritischen Punkte. Aber vorab, bevor wir uns diesen kritischen Punkt anschauen, wollen wir uns mal Punkte anschauen, die ich für einen Shitcoin relativ lustig finde. Und das sind eben ganz, ganz klar hier ihre Influencer-Kampagne, wie zum Beispiel hier die Corinna. How can I be homophobic? My bitch is gay. Hitman in a top, I see a man topless, even a stick is gay. Hat mir persönlich an der Stelle natürlich sehr, sehr gut gefallen, ja. Schöne Frauen, schaut man sich mal gerne an. Gibt tatsächlich sogar noch einen mehr. Einen schauen wir uns noch an. Schade, Mensch. Es hat sich der ein oder andere schon gefreut, dass man hier noch was zu sehen kriegt. Was soll's. Sie akquirieren eben auch YouTuber. Und da muss man natürlich wieder ganz, ganz klar sagen hier, das ist natürlich ein, ja, meiner Meinung nach ein absoluter Fehler hier. Also der Crypto-Boy hier, ja, wenn man dementsprechend jetzt mal raufgeht auf das Video. Hello. Und man sieht jetzt hier, der soll irgendwie fast 10.000 Abonnenten haben. Ja, zwei Kommentare und ja, irgendwie so ein paar Aufrufe. Also das ist natürlich hier ein sogenannter Fake-Influencer. Genauso wie eben auch hier die anderen beiden hier. Wenn wir uns den Mad Investor anschauen, 67 Aufrufe. Und das irgendwo bei 10.000 Abonnenten. Also da ist natürlich alles komplett gefaked. Aber einen lustigen, den habe ich noch. Den müssen wir uns definitiv anschauen. Hey yo, Hyper Halloween Shiba Community. It's your boy Kanye. Not the West Man, but the East Man. The hottest in the game. Hey yo. This October 26th, y'all know what time it is. It's time for the token launch. This Wednesday, all token holders are part owners. Ja, der Mann hat auf jeden Fall eine gute Energie, würde ich sagen. Der ist auf jeden Fall gut drauf, der ist gehypt. Gut, solchen Leuten gibt man ein paar Token, dann machen sie dementsprechend eine Promotion. Allerdings, wie gesagt, wir wollen uns das wirklich kritisch anschauen. Und da ist erstmal ganz, ganz wichtig, ja, was haben sie denn eben noch
davor. Trick or treat. Ja, also es soll nicht eben nur ein Shitcoin sein, ohne jeglichen Anwendungsbereich, sondern es soll dementsprechend auch wirklich hier ein Coinflip-Game entstehen. Und dieses soll wirklich schon am 1. November wirklich schon gelauncht werden. Und das macht das Ganze natürlich dann dementsprechend wieder spannend. Genauso wie eben die Roadmap. Das ist natürlich auch mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also klar, Website ist gelauncht, Twitter kann man sich auch nochmal anschauen hier. Ja, ist natürlich noch sehr, 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 sehr new. Also wie gesagt, ein Shitcoin-Projekt, was noch nicht mal gelauncht ist. Wenn es dann eben gelauncht wird und dann kommt eben die Verifikation und dann starten sie eben mit Ads-Kampagne, weil das muss man sagen, ja. Im Gegensatz zu Inuku steckt hier ein Team dahinter. Hier wird Marketing gemacht. Wenn du dann auf Coinsniper, auf Dextools überall Werbeanzeigen siehst, ja, das bringt Projekte einfach enorm, enorm schnell voran und das kann natürlich dem Projekt auch wieder sehr, sehr viel Aufschwung geben. Deswegen muss man halt immer Chancen-Risiko-Verhältnis halt abschätzen. Gut, über sowas hier Partner müssen wir jetzt letztendlich nicht diskutieren. Ja, Metamask, Dextools, Binance Smart Chain, Trust Wallet, also das sind jetzt natürlich alles keine wirklichen Partner. Das schreibt man natürlich nur hin, damit es gut aussieht so. Das muss man natürlich auch ganz, ganz klar dazu sagen. Aber wir schauen uns jetzt wirklich erstmal wieder den Audit an, weil das Audit, das ist eben das Spannende und die meisten sagen, oh, das hat ein Audit, das ist super toll, da investiere ich. Aber die meisten lesen sich ein Audit eben gar nicht durch. Also grundsätzlich, wie gesagt, es ist der richtige Audit, der Audit passt auf jeden Fall dazu, das ist natürlich schon mal wichtig, also auch der richtige Audit ist zum passenden Token, den man analysieren will. So, dann sieht man eben hier, dass eine Adresse eben 100% der Token hat, ist mittlerweile eben nicht mehr so, weil wenn man hier auf die Website raufgeht, dann sieht man eben auch ganz klar, dass sie eine Supply eben von insgesamt 10 Milliarden haben, davon sind 9,5 Milliarden available, dann gehen 300 Millionen ins Marketing und 200 Millionen eben in den Development-Fonds, ja, wo sie dementsprechend, wie gesagt, Marketing-Kampagne und so weiter finanzieren. So, das Ganze ist auch wieder schön, man bekommt auch wieder als Holder Rewards, ja, es gibt wieder eine Sell-Fee von 5%, eine Buy-Fee von 5%, diese werden zu 3% an die Holder ausgeschüttet, 1% geht in den Liquidity-Pool und 1% geht eben für Marketing und Development, dass das Projekt eben weiter aufgebaut wird. So, sie wollen mit einer Market Cap von 5.000 BNB launchen. Das macht roundabout eine Marktkapitalisierung von 1,2 Millionen aus. Da muss man ganz klar sagen, für ein Shitcoin-Projekt, ihr habt es bei Inuku gesehen, die Market Cap war auf Höchststand bei 6 Millionen ohne internationale Community. Hier haben wir dementsprechend ein Projekt, was international aufbaut. Dementsprechend kann man da sagen, das ist eigentlich schon in Ordnung. Da kann es definitiv aufstrebend sein. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt hier zurück zum Audit und schauen uns das da wirklich mal an, weil das natürlich hier wieder das Spannende. Und da sieht man eben ganz klar, hier, pass auf, es gibt einmal Low Risk, es gibt Medium Risk, es gibt High Risk. Da sagen sie sogar bei High Risk, das kann definitiv Probleme machen, weil es eben sehr, 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 sehr wichtig ist. Ja? Und wenn wir uns den Audit dann eben im Detail anschauen, dann sehen wir, dass sie eben hier dreimal Low Risk haben, die dementsprechend noch im Pending sind, also noch nicht bestätigt sind und eben zwei auch High Risk sind. Und das sind natürlich sogenannte Red Flags. Die schauen wir uns das mal gleich direkt an. Also das ist schon mal gut. Der Owner kann eben keine neuen Token minten, also er kann die Supply nicht erhöhen, dadurch wird der Token nicht inflationär. Owner can blacklist addresses. Was bedeutet das, Adressen blacklist? Als Beispiel, es ist ein großer Walder, der den Token komplett dumpen könnte. Da kann man sagen, pass auf, diese Wallet darf nichts mehr verkaufen. Ist natürlich ein sehr, sehr kritischer Punkt. Klar, du könntest die Token auf ein anderes Wallet transferieren, könntest da abverkaufen und so weiter. Man kann es immer ein bisschen umgehen, aber letztendlich ein Punkt, wo wirklich das Unternehmen die komplette Kontrolle hat. Dann kann der Owner, also der Besitzer, eben auch die Selfie ja auf 25% oder höher stellen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass man theoretisch die Selfie auch auf 50%, 60%, 70% setzen kann und dadurch deine gesamten Abverkäufe eben zur Company gehen können und somit eben keiner seine Gewinne sichern können. Also auch natürlich sehr, 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 sehr risky. Und ebenso hier sehen wir den Punkt, dass der Owner eben das Trading pausieren kann. Gerade wenn jetzt irgendwelche Negativ-News kommen oder irgendwelche Troubles, dann sagt, pass auf, wir stoppen das Ganze erstmal, bis die Community sich zum Beispiel beruhigt hat. Als Beispiel, es kommt ein großer Abverkauf. Sie sagen dementsprechend, oh, pass auf, ey, ich muss jetzt alles umstellen. Pass auf, wir stoppen erstmal das Trading jetzt dementsprechend. Dann setzen wir die Selfie so hoch, dass selbst wenn das Ding jetzt komplett gegen Null dumpt, wir zumindest noch durch die Taxes sehr, sehr viel Geld machen. Wo eben auch hier ein Punkt ist, das ist jetzt hier als gut bewertet, der Owner kann eben keine maximale Transaction Amount setzen. Das bedeutet, dass man eben so viel kaufen kann, wie man will. Dadurch entstehen natürlich auch wieder Wahl. Also wir haben hier keinen Anti-Whale-Schutz. Hier sehen wir es eben auch nochmal im Detail erklärt. Also gerade jetzt, er kann die Selfie sogar auf 100% setzen. Sprich, dass du was verkaufst und das gesamte Geld geht dementsprechend wirklich dann zur Company, ja. Das ist hier im Audit drin. Und Menschen sagen, ey, das hat ein Audit, das ist safe, ja. Ja, es ist safe, dass du gescammt werden kannst. Das muss man ganz, ganz klar dazu sagen. Aber hey, letztendlich weiß es keiner, ja. Shitcoins sind da, um zu zocken. Und letztendlich, wenn man mal kurzfristig reingeht, jetzt eben Halloween, einen kurzfristigen Hype mitnimmt, dann richtig abverkauft, damit Kohle macht, dann ist eine geile Geschichte. Aber ist auch mir eben ganz, 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 ganz wichtig, dass du eben auch Wissen an die Hand bekommst, ja, wie man sowas analysiert und wie man eben dann auch mit Shitcoins erfolgreich wird, ja. Weil wir sind im Crypto-Space, wir sind im Shitcoin-Space, es ist High Risk und gerade dann muss man eben so Knowledge aufbauen. Deswegen treff weise Investmententscheidung, ob du investierst, ob du dich investierst und abonniere natürlich meinen Kanal, damit du den nächsten Shitcoin nicht verpasst.